Hallo, ihr Lieben. Durchgeschwitzt. Ne, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Also mussten wir heute nochmal los. Haben noch etliche Sachen gefehlt. Weil am Samstag hat ja meine Schwägerin Geburtstag. Und da ist dann auch gleichzeitig Angrillen im Garten. Und meine Freundin macht eine schöne Erdbeertorte. Schöne frische Erdbeeren beim Türken. Muss ich euch schon mal zeigen. Und ja, ich mache einen Bulgursalat, so einen türkischen, und einen Glasnudelsalat. Und dabei nehme ich euch heute mit. Also seid gespannt, bleibt dran. So, und es ist ein kleiner Haul aus dem türkischen Supermarkt. Da gehen wir gerne unser Gemüse kaufen. Und ja, heute einen Bulgursalat, so einen türkischen. Und da habe ich diese Petersilie gekauft. Die war nicht teuer. Da kostet immer 500 Gramm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die ganzen Schluppen halt für 2 Euro bekommen. Die Erdbeeren, ja, ich weiß, es ist noch keine Erdbeerzeit, aber wir brauchen es für eine Erdbeertorte. 3 Packungen. Die sehen schön aus, guckt euch die mal an. Ja, also die sehen super aus. 1,99 das Paket. Dann kleine Tomaten, mache mich noch einen Glasnudelsalat. Die kommen 99 Cent. Ups. Eine scharfe Peperoni für den Salat, die kommen 15 Cent. Basilikum, weil ich mache noch einen Glasnudelsalat. Tomaten-Glasnudelsalat, kam 1,49. Und das war eine Zugabe, ein Geschenk. Bekommt man meistens, wenn man beim Türken einkaufen geht. Ja. Und wenn ich den Salat nachher zubereite, nehme ich euch auch mit. Ja, und die Ja. Irmi macht heute diesen. Das ist schon mal der Ja, Biskuitboden. richtig. Den hat sie gebacken Gestern Abend noch. gestern Abend. Und du machst eine? Erdbeersahnetorte. Eine schöne. Eine schöne. Für wen? Für Petra. Genau. Ja? Zum Und Geburtstag. für meine Schwägerin zum Geburtstag. Richtig. Gut. Ja. Und wenn wir den Salat. Also ich nehme euch nachher mit, wenn ich den Salat mache. Aus diesen Zutaten. Ach nee, da kommt noch Bulgur zu. Gib mir den Bulgur. Den Bulgur. Und diese Glasnudeln, die kommen auch noch dazu. Und aus diesen Zutaten mache ich einen Bulgur und einen Glasnudelsalat. Also, ne, nicht abschalten. Hallöchen, Popöchen. Ich habe euch Möbelwagen. Habe ich ja gesagt, dass ich heute. Okay, nochmal. Hallöchen, Popöchen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich euch heute mitnehme. So, tagüber. Und darf ich morgen Geburtstag feiern in einem Garten? Ich spreche jetzt extra so, sonst verhasple ich mich wieder. Wir feiern morgen Geburtstag, den Geburtstag meiner Schwägerin, der lieben Petra. Und die irgendwie macht ja eine Torte und ich mache einen Bulgursalat und einen Glasnudelsalat. So. Oh, ja, jetzt war ich eben noch beim Türken, weil, wie gesagt, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Und jetzt fange ich an, die Sachen zu schnippeln. Also hier waschen, Petersilie ist hier waschen. Aber ich glaube, ich fange erst mit der Gurke an, mit der Gurke. Und erzähle euch dabei so ein bisschen was. Ja, gewaschen esse. Kennt jemand von euch den Bulgursalat? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Den esse ich ganz gerne. Ich habe ja früher mal bei Siemens gearbeitet. Oh Gott. 85 bis 97 habe ich bei Siemens gearbeitet und hatte daher viele türkische Kollegen. Und die haben oft dann im Sommer den Bulgursalat gemacht. Also war schon lecker. Die Gurke ja ausschaben, weil wenn ich diese Innenleben mit reinnehme, dann wird der zu feucht, der Salat. Das fände ich schön. Den Bulgur habe ich schon eingeweicht in heißes Wasser. Der muss jetzt noch ziehen, also quellen. Ne? Der wird ja größer.
Donkey, Donkey. Ja, genau. Jetzt mache ich hier das Innenleben raus. Und dann wurde dann kleine. Eigentlich könnte ich ja auch meinen Nicer Dicer nehmen. Frau Rossmann, könntest du mir den Nicer Dicer bringen? Ja. Nein, dann nehme ich doch den Nicer Dicer. So viel besser. Ich danke dir, mein Nicer Dicer. Habe ich mir ja extra mal gegönnt. So, welchen nehmen wir da? Also eigentlich den ganz kleinen, den kleinen Aufsatz. Ja, kennt jemand von euch den Bulgursalat? Der ist wirklich lecker. Und sobald die Grillsaison anfängt, wie gesagt, eine Freundin von uns hat ja einen Garten mit einem Pool. Und da sind wir ja im Sommer viel, wenn schönes Wetter ist, ja. Und grillen auch oft. Und dann muss die Mutti immer einen Bulgursalat machen, weil der immer gewünscht wird. So, dann gucken wir doch mal, ne? Dann legen wir das hier so, nein. Ist natürlich falsch rum, ne? Weil das muss nach hinten. So, und dann legen wir das. Und dann kommt das so raus. Aber eigentlich sind die zu groß, die Stücken. Obwohl, nee, die sind nicht zu groß. Ich mach die ja immer so. Haben noch alle Zähne. Und der Haifisch, der hat Zähne. Endlich. Siehst du? Super. Na hallo? Besser geht's doch gar nicht. Und guck mal, wie schnell. Also das Teil kann ich echt empfehlen. Habt ihr bei Penny mal für 20 Euro? Ja, 20 Euro habe ich bezahlt. Bei Penny. Und jetzt kann ich so ja die Tomaten da drin machen, weil die brauche ich ja für meinen Tomatenglasnudelsalat. Kleine Cocktailtomaten. Ja. Oh, Spritz, ist das ein Witz? Kennt jemand das Lied von Nina Hahn? Ich möchte das nicht weiter singen. Ich weiß ja nicht, ob hier auch anzugucken. Aber das ist ein bisschen ordinär, das Lied. Und deswegen kann ich das jetzt nicht zu Ende singen. Schleuder. Die Schluppen auch damit. Die Schluppen habe ich noch nie gemacht. Guckt euch das doch mal an. Das ist doch der Hammer. Aber vielleicht solltest du mal aufklären, was Schluppen sind. Ach, Schluppen. Das sind Schluppen. Also viele kennen das nicht unter Schluppen. Nee. Frühlingszwiebeln, sagt man, ne? Ist der Basilikum, das ist schön. Wir Berliner sagen Schluppen dazu. Ja, stimmt, kennt ja nicht jeder Schluppen. Da hast du auch voll recht. Das ist auch. So. Hier. Ich meine, hallo. So schnell? Wer kann denn so schnell von euch? Mit Messer? Nö. Niemand. Erstmal hier ein bisschen die Ferkelei weg von der Tomate. Die hat so ein bisschen gespritzt. Und das versuche ich. Achso. Die Petersilie. Nee, ich mache jetzt erstmal die Petersilie. Hier waschen. Ah, Wichse. Und die muss ich nämlich. Oh, Leute. Die muss ich echt ganz klein machen. Also die muss wirklich. Wir haben ja so ein schönes Vektorscharfemesser. Ich habe immer Angst. Ich habe auch keine Brotschneidemaschine zu Hause, weil ich so einen tierischen Horror von der Brotschneidemaschine habe. Ich weiß nicht warum, vielleicht in der Kindheit mal was erlebt. Ich weiß es nicht, aber ich habe Panik vor Brotschneidemaschinen. Deswegen
würde sowas bei mir nie ins Haus kommen. Never ever. So, und da die Gurken ja mit in den Bulgursalat kommen, mache ich hier gleich schon mal die Petersilie mit rein. So. So, das ist hier natürlich immer eine Fummelarbeit. Kamera noch an, ja. Ich hier noch, bin ja noch am Putzen. Ey, war gestern so erledigt. Wirklich, mir haben der Rücken wieder wehtan, mir haben die Knochen wehtan. Ja, jetzt jammer ich wieder. Nadine24 und wie sie alle heißen. Ein und dieselbe Person. Entschuldigung, dass ich jammer, aber heute jammer ich mal, weil ich gestern wirklich groggy war. Wirklich groggy. Also wirklich, das kostet mich ja immer alle zu viel Kraft. Ich kann, ja, ein gesunder Mensch kann sich das nicht wirklich vorstellen, aber es ist einfach so. Es kostet unheimlich Kraft, ey, das ist... Nee, das hat auch nichts mit meinem Gewicht zu tun. Vor der Erkrankung habe ich ja mal Sport gemacht, da war 7 Jahre bei McFit angemeldet. Ja, ich bin auch hingegangen. Täglich habe ich mich ausgepowert. Auch ein dicker Mensch kann Sport machen. Nur mal so nebenbei zur Info. Ja, nicht alle Dicken sind faul und gefräßig und sitzen auf der Couch und schieben sich in eine Tüte Chips nach der anderen rein. Jetzt mal die Schlippen waschen. So, jetzt bin ich wieder. Ich habe die Schlippen gewaschen und jetzt schneide ich sie in feine Ringe. Dieses Jahr nicht zur Reha fahre, weil ich habe keine beantragt. Mir ist dies Jahr nicht nach Reha, weil jetzt 3 Jahre hintereinander weg zur Reha. Und die Freundschaft hat ja am Garten mit Pool, sind wir oft zusammen. Das muss dann dies Jahr reichen. Mhm. Die Chili ist schon scharf. Muss ich euch ja mal sagen. Und immer schön Handschuhe anziehen, wenn ihr scharfe Chilis habt. Also wirklich, weil wenn ihr da nicht dran denkt, dass ihr die angefasst habt und dann irgendwo hinfasst, hallo? In die Augen oder ne? Muss ich jetzt nicht erzählen wo. Aber ja, dann denkt man nicht mehr dran und alles klar. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Kamera ist ausgegangen, ich habe jetzt hier den Basilikum gehackt. Der kommt mit in den Tomaten rein. Schlucken, ich muss da Schlucken reinmachen. Ein Glasnudelsalat kommt jetzt noch. Naja, Glasnudeln, ne? Auch ein bisschen Knoblauch und Mozzarella noch. Ja, Mozzarella, genau. Na, fertig, das haben wir fertig. Achso, Knoblauch muss ich noch. Knoblauch. Die schneide ich immer. So dünne Scheiben. Dann nochmal hier. Nochmal so längs. Und dann nehme ich jetzt mal das große Messer. Ich nur wieder, wa? So. Ganz fachmännisch hier. Weil mit dem großen, mit dem neuen hier kannst du richtig schön. Richtig schön klein. Knoblauch, der kommt nämlich. Jetzt habe ich eigentlich alles geschnitten. Ja, jetzt habe ich alle geschnitten, jetzt brauche ich nur noch, genau, jetzt habe ich Paprikamark. So, jetzt kommt noch rein in den Bulgursalat, kommt Bulgur rein, also das ist, was ist denn das, Weizenkrütze? Ja, glaube ich. Und dann kommt noch, also Olivenöl, Zitrone, frische Zitrone, Salz, Pfeffer, ach genau, der Paprikamark. Ja, nicht das Scharfe, nicht das Scharfe. Das ist Mild. Das Milde. Hier so Paprikamark.
kein Tomatenmark, sondern Paprikamark. Ne? Also das ist ganz wichtig. Ja, das kommt da mit rein. Kommt noch was drin? Ne. Also wie gesagt, Bulgur, Frühlingszwiebeln, Petersilie. Also Bulgur, Frühlingszwiebeln, Petersilie, Gurke. Genau, das ist der Bulgur. Na hier, das ist so. Knoblauch, Paprikamark, Zitrone, Olivenöl, Salz, Pfeffer, ja. Zitrone ist ganz wichtig. Und für den Tomaten-Glasnudelsalat, naja, Schlucken, also Frühlingszwiebeln, Basilikum, Tomaten, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Zitrone, Glasnudeln. So, dann begebe ich mich jetzt in die Küche und oder soll ich das hier machen? Kann ich auch hier machen. Die Glasnudeln. Ja, die werden jetzt in heißes Wasser eingelegt für 10 Minuten. Und dann kalt abgespült. Und dann bin ich gleich wieder da und werde hier den Glasnudelsalat machen. So, und jetzt zeigen wir mal, was die Irmi in der Zwischenzeit gemacht hat. Irmi, hast den, den Biskuit hast du in, zeig mal, geschnitten. In drei Teile, genau. Drei Teile geschnitten. Erdbeeren püriert. Püriert. Besondere Note mit Pfeffer gewürzt. Genau. Das sind die restlichen Erdbeeren, die ich da noch drauf packe. Ja. Ja, und dann sehen wir weiter. Genau, dann sehen wir weiter. Lasst euch überraschen. Jetzt habe ich hier die Glasnudeln in kochendes Wasser gelegt. Und jetzt warte ich 10 Minuten. Und dann kann ich sie abspülen, kalt, damit sie kalt werden, damit ich den Salat machen kann. Und das ist der neue Zeitmesser, oder wie sagt man dazu? Ja. Und guckt mal, diesen Teekocher, Teewasserkocher, den hat die Irmi zum Geburtstag bekommen von meinem Bruder und Schwägerin. Und da ist so ein Teeeinsatz und hier kann man noch die, warte mal, die Temperaturen einstellen. Das ist der Tee-Einsatz. Ich bereite jetzt schon mal das Paprikamark vor. Das mache ich hier rein. Das ist so flüssig diesmal, sonst ist es viel fester, ne? Ich komme damit so einem Geizhals nicht so recht. Ja, aber besser als ein Löffel. Ja. Hast du aber ein bisschen mehr Kriste raus. Ja. Ja. Aber jetzt so, dann mache ich da schon mal Olivenöl. Das haben wir noch abgefüllt. Das ist Kreta, nee, Griechenland. Aus Griechenland auf jeden Fall. Ja, es ist aus Kreta. Genau. Das lassen wir uns immer zuschicken. Das verreibe ich jetzt damit. Die Glasnudeln fertig und jetzt zeige ich euch meinen Trick, was ich mal mache. Ich schneide die immer mit der Schere, dann nehme ich sie so hoch und schneide die so klein. Rein und das reicht so. Das ist meine Art, Glasnudeln zu schneiden. Hier rein. Ja? Erstmal so ein paar. Muss mal gucken. Ach, Frau Rossmann, ich brauche noch den Mozzarella. Dann kommt rein Tomate. Dann mache ich ein bisschen Olivenöl aus Griechenland. Eine Tüte mit Zitrone von Lidl, frische. Noch ein bisschen Salz. Noch ein bisschen Pfeffer. Noch eine Mozzarella noch rein.
Und der ist, ach, oh, das ist anstrengend. Und der ist wirklich lecker. Den Mozzarella. Weil kannst du manchmal, holst du mal mit in der Gabel und kostest du mal den Salat, ob da noch was fehlt? Weil nach meinem Geschmack kann ich nicht gehen, ne? Der ist ja nur verfälscht. Zu salzig. Aber auf keinen Fall mehr Salz. Nö, eigentlich. Die Säure ist hier noch drin, ne? Ja. Oder so noch ein bisschen. Kannst du noch ein bisschen Zitrone, kannst du noch ein bisschen reintun. Ja, der schmeckt sowieso morgen erst besser, am besten. Hast du jetzt Zeit? Ja. Zeig nochmal. Da. Das. Na, das sehen sie ja nicht. Da. Dazu sagt man Geizhals. Kann ich, mit dem Löffel kann ich es besser umrühren. So sieht der jetzt aus. Der Glasnudel-Tomaten-Mozzarella-Salat. Jetzt mache ich den Bulgur so. Also den Bulgur habe ich jetzt hier drin. Ich habe nicht den ganzen genommen. Also Zitrone war es. Zitrone, ja. Dann nehme ich hier mal Paprikaöl. Die reicht nicht, ne? Nee, die reicht nicht. Und die mache ich jetzt hier so ein bisschen rein. Und nehme meine Hände, habe Handschuhe an. Und verknete dazu. Meine Assistentin, voraus mal alle drei. Dann nimmst du den. Also ich komme, ich kann da mit dem Geizhals nicht ja, Moment, arbeiten. Moment. Pass auf hier. Hm? Wenn du das an Sachen hast, dann. Ja, jetzt kriegst du das nicht wieder raus. Dann kriegst du das nicht wieder raus. Wie nennt man das Beiköchen? Nee, ich koche ja nicht. Ja, doch, manchmal schon koche ich auch. Ja, vor Wut. Ja. Ah, wenn die Katzen wieder Blödsinn gemacht haben. Ja, ja. So, okay. Mehr glaube ich, das reicht aber lieber wirklich. Ich habe jetzt einen Teelöffel, also einen gestrichenen Teelöffel, ne? Mhm. Scharf dran gemacht. Kreuzkümmel steht irgendwo drauf. Ja, so verstreuen. Ich habe noch getrocknete Minze, musst du mal gucken. Genau. Ist Minze, ne? Ja, steht drauf. Da. Da steht Minze drauf. Genau, da kommt mir noch Minze rein. Eigentlich frische. Aber die habe ich jetzt leider beim Trocknen vergessen. Also müssen wir getrocknete reinmachen. Jetzt koste noch mal. Ja, bis morgen ist er richtig durchgezogen. Fertig! Fertig! So sieht der aus. Der Bulgur. Glasnudelsalat. Jetzt musste ich mich natürlich umziehen, weil ich gekleckert habe. Und die Tomaten, Paprikamark geht nicht ganz schlecht raus, wenn man das erstmal drauf hat. Da habe ich auch einen Tipp für euch, wenn ihr solche Flecken habt. Spülmittel drauf machen, einweichen lassen, beim Waschen geht es dann raus. Fettflecken auch. Fettflecken auch, ja, ja. Genau. Okay. Das waren jetzt erstmal die Salate. Naja, kommt noch die Torte. Also, bleibt gespannt. So, jetzt stehen die Salate hier. Jetzt kommen sie gleich. Ich säug's euch mal ran. So, wollt ihr mal richtig gucken? Das ist der Abfluss. Die Spülmaschine läuft. Es tut mir leid. Das ist der Bulgursalat. Guck doch mal. Mmh, ich freue mich. Mmh.